Wir schreiben den 22. April 1923. Der erste Bielefelder Fußballclub Arminia spielt gegen Turu Düsseldorf. Um nichts Geringeres als die westdeutsche Meisterschaft. Und nach der ersten Halbzeit, da liegen wir mit 1:3 hinten. Siegessicher schicken die Düsseldorfer direkt eine Brieftaube nach Hause. Mit der Botschaft, Sieg sicher. Doch dann zwingen wir die Partie durch einen Doppelpack von Otto Wagner in die Verlängerung. Und als die Brieftaube in Düsseldorf eintrifft, trifft noch jemand. Willi Pohl schießt uns zur westdeutschen Meisterschaft. Eines Tages an der Spitze stehen, nach all den bitteren Jahren über den Witzen stehen. Also baut auf den DSC, schaut auf den DSC. Faust hoch, schreit alle laut für den DSC. Eines Tages an der Spitze stehen, nach all den bitteren Jahren über den Witzen stehen. Also baut auf den DSC, schaut auf den DSC. Faust hoch, schreit alle laut für den DSC.